Hallo meine Pokéfreunde und Pokémon zur weiteren Folge von Game & Watch Gallery. Heute machen wir den dritten Teil. Wir haben letzten beiden Mal den ersten und den zweiten Teil gemacht und jetzt machen wir den dritten Teil. Macht ja Sinn irgendwie, ne? Nach zwei kommt dann glaube ich drei, ja. Wie auch immer. Ich habe mir ganz kurz das Spiel noch angeguckt, so wie beim anderen Malen halt auch, damit ich so wenig weiß, wie das mehr oder weniger so in etwa funktioniert, die Spiele, und wie das alles hier etwa funktioniert. Wir haben hier die View Gallery, Collect Stars to See Gallery, ja bla bla. Das hab ich mir noch nicht angeguckt. Aber ich glaube, das ist ja genauso wie beim zweiten Teil, dass ich es eh nicht verstehe. Ja, ich verstehe es eh nicht. Oder? Music? Kann man hier irgendwas mit Musik machen? Nö, ich check das nicht. Dann könnt ihr mir ja gerne reinschreiben, wie das funktioniert mit den ganzen... Keine Ahnung, mit den ganzen Galleries halt. Ich check das bei den ganzen Teilen halt nicht ganz. Aber bald werde ich es auf jeden Fall checken, denn... ich kann es jetzt auch offiziell mal sagen. Offiziell. Weil jetzt habe ich mich auf jeden Fall entschieden. Ich habe Bock, wenn ich dann nach diesem Teil den Advanced-Teil durchgezockt habe. Also nach diesem Teil werde ich irgendwann mal den Advanced-Teil noch zocken und danach werde ich Livestreams machen und dann kleine Videos packen und für euch in die Playlist packen oder halt hier irgendwo am Ende des Videos verlinken. Und da werde ich euch den restlichen Content der ganzen Spiele zeigen, ja? Dass ihr da wieder Bescheid wisst, weil heute, wenn wir uns ein Play-Game sehen, if you pause the game and turn off the power, you see start the game. Oh, das ist cool. Das wusste ich nicht. Auf jeden Fall seht ihr hier, es gibt ein neues Menü. Und es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5 Minigames. Es gibt auch einen Pfeil. Und das repeatet sich halt bei mir immer wieder. Und wenn ich jetzt zum Pfeil gehe, sind das hier alle freischaltbaren Minigames. Es sind so viele. Deshalb macht es vor allem bei dem Teil, wahrscheinlich auch im nächsten, denke ich mal, richtig Sinn. Oder sehr Sinn, dass ich das halt noch in dem Bonusvideo so packe. Am besten wäre es, würde ich es jetzt alles packen, hier reinpacken, aber geht halt nicht. Also ja, lasst mich, okay? Weil wenn ich stehen bleibe, dann kommt so ein Stern. Hab ich schon gesehen. So, und wie gesagt, werde heute diese 5 Minigames zocken in der neuen und in der alten Modern Version, the Class Version, yo boy. Und fangen an, natürlich ganz klassisch mit dem ersten, mit Egg. Einfach nur Egg, einfach nur Ei. Das Ei. So, wenn wir jetzt hier warten, dann gehen die Lakitos weg und dann kommen da Sterne und dann sind wir Mario und Yoshi. Und Yoshi sieht ziemlich komisch aus. Ja, lassen wir das. Egg. So. Move the character in the middle so he can eat the food rolling towards him from both sides. Don't drop any, okay. Ja, das sieht nicht anders aus. Und was ich gerade sagen wollte, aber ich war gerade ein wenig verwirrt, sorry. Es gibt jetzt Tipps. Wenn man jetzt auf so ein Minigame drauf geht, dann kriegt man sofort Tipps. Na gut, kein Tipp, aber so eine kurze Beschreibung, so eine ganz kurze Beschreibung, wie das Spiel funktioniert. Immerhin eine bessere Beschreibung als den neueren Mario Party Games, aber das lassen wir jetzt erstmal. Modern Version zeige ich euch erstmal. Denn das hier erinnert ein wenig an das eine Minigame, was wir, ich glaube, Game Watch Gallery 1, glaube ich, hatten. War das richtig? Wow, wow, den darf ich nicht essen. Okay. Und zwar mussten wir da ja solche Brücken bauen oder halt Brücken halt hochlassen, also halt ja, festhalten, was auch immer. Verdammt. Und das hier soll ja natürlich... Ach komm, bring mich um. Das hier soll natürlich an Yoshi's Cookie erinnern. Das ist nämlich auch so eine Art Tetris-Klo oder so ein Puzzle-Spiel von Mario und Yoshi. Das gab's sogar wirklich auf dem NES oder was SNES? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich auf jeden Fall irgendwann mal angezockt. Aber noch nie aufgenommen. Könnte ich mal machen. Wenn ich Bock hab. Auf jeden Fall müssen wir hier mit Yoshi die ganzen Kekse essen, bevor sie auf den Boden kommen, weil wenn Essen auf den Boden kommt, dann ist es nicht so gut, ja. Wir wollen ja keine Kekse auf dem dreckigen Steinboden essen. Von daher, aber Yoshis Tritt ist trotzdem alles, deshalb müssen wir das vermeiden. Und die Bonbons, die dürfen wir natürlich nicht essen. Keine Ahnung, warum Mario uns Bonbons zuschmeißt. Aber das ist ja jetzt nicht das Ding hier. Sondern das Ding ist, dass ich das jetzt hier mal hinbekomme. Oh, ich bin ganz gut. Schon bei 100. Ich habe auch vorhin so wenig getestet und ich war auch mega gut vorhin. Wow. Zwei Bonbons auf einmal. Aha, okay. Weiter geht's. Mal für jedes Minispiel immer 3 Leben. So wie immer eigentlich. Das sind aber halt 3 Versuche. Manchmal gibt es auch One-Ups in jedem Minigame, glaube ich. Zumindest ist es in den meisten Minigames so. Wow, habt ihr gesehen? Der war fast, der wollte schon schwarz werden.
Warum auch immer. Oh, das schon wieder? Hä? Na, verdammt. Aber Yoshi hat ihn nicht gegessen. Trotzdem zählt das als Miss. Weil wir ihn nicht erst gegessen haben. So, da haben wir einen Run-Up bekommen. Heißt, unser Fehler wurde behoben. Wir haben sogar jetzt schon die 200 Punkte. Das ist krass. Oh, ab. Ich habe halt über die anderen Speicherstände von den letzten beiden Episoden von diesem, was auch immer, nicht mehr. Die Selbstzeit halt nicht mehr, weil das ist ein neuer PC und wisst ihr Bescheid. Obwohl wir von Gamewatch 2? Gamewatch Gary 2, glaube ich, kann ich das sogar noch haben. Bin aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall, werde ich das ja von diesem abspeichern. Weil vom ersten habe ich es auf jeden Fall nicht mehr. Das kann ich so sagen. Zumindest jetzt nicht mehr. Aber ist auch nicht so schlimm, der erste Teil ist eh der kürzeste von allen. Wow. Ich werde in eine Playlist alle dieser Folgen hier verlinken. So, ich muss dann nochmal aufhören. Ich bin viel zu krass gerade im Minigame. Also ich gebe natürlich mein Bestes. Ohne Safe States. Ich werde vielleicht auch in den Streams, was auch immer, Safe States machen. Ah, gosh. Eigentlich habe ich den getroffen, aber war zu langsam anscheinend. Ich spiele, by the way, mit Tastatur, weil ich es besser finde, mit Tastatur zu spielen, als mit, okay, jetzt fail ich. Als mit Controller, keine Ahnung, ich bin mit Tastatur einfach viel schneller, mit den ganzen Pfeiltasten zu drücken, als mit einem Controller mit Steve zu benutzen. Das kann man dann vielleicht hören. Aber das ist mir jetzt auch egal. Die gefüllt. So, lass mich. Komm, packen wir die 500 noch, dann bin ich zufrieden. 500 wäre noch geil. Ich bin halt voll gut im Game. Weil sich Ben, beziehungsweise nach Sache, halt sehr auf diese Folge gefreut hat, würde mich mal interessieren, Ben, oder halt auch andere Leute. Wie gut seid ihr in dem Spiel? Wie weit seid ihr so mit euren Highscores gekommen? Wow! Wow! Hui! Hui! Ach, als ob ich wollte so tun! Uff, sorry Yoshi, ich wollte dich nicht einfach umbessern lassen. Naja, egal. Hier ist jetzt zumindest schneller vorbei. Warum spielen wir eigentlich einen blauen Yoshi? Warum nicht einen grünen? Warum genau einen blauen? Das ist, by the way, ist mal endlich mal in Farbe hier. Weil das Spiel gibt's nur in Farbe. Das ist nämlich ein Game Boy Color Spiel. Yay! Die ersten Teile waren auf einem Game Boy. Ja, jetzt hab ich verkackt. Hast du noch ein Leben? Na, jetzt hab ich's nicht gemacht. Sorry. Ach, fast 600 Punkte. Das ist ja voll krass. Oh, wie ich rausgehauen habe. So, was war Classic nochmal? Stimmt. Bei Classic spielt man diesen Wolf und dann muss die ganzen Hühnereier klauen. Und ja. Das ist ja auch alles in Farbe. Ich weiß nicht genau, was der Hund oder was auch immer da oben macht. Aber ja. Okay. Da oben, da dieser. Der ganze Zeit rauskommt. Wow. Wow. Okay. Ich wollte irgendwas sagen, genau. Die ersten beiden Teile waren ja in Schwarz-Weiß. Ich hätte ja auch in Farbe anzeigen können. Auf meinem Emulator, aber das wollte ich halt einfach nicht. Weil es klassischer ist. Aber hier dieses Spiel, das geht nicht in Schwarz-Weiß, deshalb lasse ich es einfach so. Aber ich bin nicht so ein großer Fan, wenn man zum Beispiel irgendwelche Gameboy-Games oder irgendwelche Spiele, die halt in Schwarz-Weiß sind, einfach in Farbe darstellt, weißt du? Wisst ihr? Ja, als ob ich mit jemandem rede, direkt von Person zu Person, genau. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich finde das halt mehr. Ich finde es halt besser, wenn das halt so ein klassischen. So wie es halt ist, angezeigt wird. Oh, da habe ich ein Ei kaputt lassen, machen lassen. Vor allem, wie schnell können die auch Eier hier produzieren? Was sind das für krasse Hühner? Wow. Das Bild da oben, dieses Missbild, das sieht sehr komisch aus. Aber mein ich drüber reden. Ich spiele aber immer auf hart, weil das geht viel schneller, als wenn ich jetzt warten müsste. Mit easy, weil easy da könnte ich die Folge eine Stunde lang machen, weil das ist viel zu easy halt. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss sogar easy mal machen. 100%. Ich werde es auf jeden Fall den Livestream machen, weil sonst ist es ja etwas langweilig. Wenn die es nicht langweilig finden, dann könnt ihr entweder Stream vorbeischauen. Oder wenn ihr es verpasst habt, dann habe ich es irgendwo in der Playlist, dann könnt ihr es einfach angucken. So also halt.
Ja, im Nachhinein angucken den Stream. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, finde ich. Wow, wow! Ach komm, da war doch überall was los. Habe ich noch eine Chance? Wow, eine Chance habe ich noch. Jetzt kommt zuerst. Dann kommt nicht. Oh Mann. Das hier ist doch nicht so cool für mich, glaube ich. Nom, 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 nom. Okay. Kommt schon, jetzt behalte ich mal. Ich kriege auf nur einen einzigen Punkt. Und es kommt noch nur so wenig runter. So, zack. Dann geht das andere viel, viel schneller. Auf jeden Fall. Wow, den habe ich ja fast vergessen. Da oben kommt einer. Okay. Okay, ja gut. Ich weiß nicht mal, warum es überhaupt einen Wolf hier gibt. Aber ja, der Wolf ist doch cool, glaube ich. You can make up for a miss when you reach 200 and 500 points. If you hand it in the upper left window, you only get 500 miss. Warte, was? Aha. Also ich kann einen Fehler wegmachen, also ich kann halt ein Leben holen, wenn ich 200 und 500 Punkte erreiche. Weil eine Henne oben links im Fenster erscheint. Ich habe nur so einen halben. So wie vorhin. Ah, okay. Wusste ich nicht. Interessant. So, als nächstes haben wir hier Greenhouse. Sowas haben wir, glaube ich, oder? War das nicht? Ich glaube, Greenhouse war das, was wir noch nicht irgendwo gesehen haben. Also was komplett Neues. Hier haben wir einen Fly Guy und einen Affen. Juhu! Hui! Okay. Stop the insects from getting to the flowers. Also eat as many watermelons as you can. Genau, das ist sehr komisch, Greenhouse. Ich mache es mal. Ich bin Yoshi, diesmal ist er in dieser Farbe. Ich bewege mich mit den Pfeiltasten. Ich muss da oben immer wieder mit den Melonen die Flyger killen und hier unten den Affen killen. Wenn die versuchen hier an dieses Obst, Gemüse, was auch immer das ist, ranzukommen. Das Ding ist halt nur, die Fly Guys, die bewegen sich, die kommen sehr, sehr schnell, die kommen sehr, sehr oft. Der Affe, der bleibt immer da, also wenn wir zu ihm kommen, dann hat er keinen Bock, sich zu bewegen. Wir müssen immer weg von dem Affen, dann bewegt er sich. Wir müssen auch immer schön Wassermelonen einsammeln, sonst haben wir nicht mehr genug. Und, ja, tut mir leid, was gerade passiert ist. Mein OBS dachte ich so, nö, ich hab keinen Bock mehr aufzunehmen. Zum Glück habe ich das 5 Sekunden direkt danach noch gecheckt. Sonst wäre die Folge vielleicht verkackt worden. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wow, war, dass es mich nervt, dass man immer wieder A drücken muss. Also man muss halt in die Nähe zu denen kommen. Wenn man A drückt, dann schießt man halt. Ja, wenn ich jetzt hier bleibe. Normalerweise bewegt sich dann der Affe nicht. Oder halt selten. Oder halt gar nicht. Oder kaum. Nein, nein. Wow, war das knapp. Nein, der Affe. Oh, sorry. Ich hab wegen dieser OBS-Aufnahme jetzt irgendwie kacke gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Also man muss einfach hier in der Nähe sein. Und einfach A drücken. Ja, zack. A drücken. Aber da treffe ich ihn nicht. Aber hier kann Yoshi treffen. Hau ab. Ich hab doch geschaut. Ah, ich hatte keine Melone mehr. Ich hab keine Melone mehr. Ich kann nicht mehr. Hä? Doch. Was? Die wird doch mehr angezeigt, oder nicht? Da, jetzt wird er mehr angezeigt. Was? Oh, ich hab ein One-Up oder so bekommen. Also eigentlich bin ich nicht so kacke in dem Game. Sorry. Okay, eigentlich bewegen sich die Affen gar nicht, wenn ich bei denen in der Nähe bin. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich das auch nur falsch gecheckt. Ja, okay, anscheinend war es doch nicht so. Sorry, ich dachte, das wäre so. Aber anscheinend glaube ich mal wieder scheiße. Sorry. Sorry, mein Gesang ist scheiße, deshalb würde ich lieber damit aufhören. Gucken wir mal, wie viele Watermelons wir haben. Hau ab. Ach so, jetzt weiß ich, warum die da bleiben. Wenn ich die versuche, da abzuschießen, obwohl die noch Dings. Dann Dings sind. Nein! Wenn ich die versuche abzuschießen, aber die sind halt so geschützt von dieser, von dem Ding da.
Dann lachen die mich aus und bleiben doch stehen. Okay, so. You can only hit the monkey at the bottom of the rope. Ja, da steht's nochmal. Yoshi gets powered up briefly after eating 10 watermelons. Eat as many as you can. Ach, der kriegt so einen kleinen Power-Up-Boost mit 10 watermelons. 18 Millionen. Okay, wusste ich nicht. Was jetzt passiert? Okay. So, das hier, den kennt ihr vielleicht, den Typen hier aus Smash Bros. In Ultimate hat dieser Game Boy Watch jetzt auch so aus, wenn er diese Attacke macht. Hier, das ist so ein kleiner Garten. Was ist jetzt passiert? Hä? Okay, ich weiß ja nicht, warum ich jetzt Leben verloren habe. Aber hier kommen überall Insekten. Hier oben im Haus kommen die ganze Zeit Insekten. Die wollen wir wegmachen. Und hier unten im Garten kommen die ganze Zeit Spinnen. Aber wir wollen natürlich keine Spinnen hier haben. Und dann müssen die mehrmals abschießen. Einmal abschießen, dann gehen die ganz kurz weg. Und mehrmals abschießen, dann sterben die manchmal. Und ja, das ist das ganze Spiel. Da muss die halt absprühen mit diesem Spray. Der Typ erinnert mich auch irgendwie an dieses eine Donkey Kong 3. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Arcade-Game. Habe ich auch mal schon mal ein Video dazu gemacht. Und ich auch gerne mal geben. So, das ist ein ganz cooles Video gewesen. Ja, wie auch immer. Ich mag das Spiel eigentlich. Hier, dieses Minigame. Ich will nicht unbedingt sagen, ich mag das mehr als das andere, aber ich mag das mehr als das andere. Ja, keine Ahnung. Aber das ist mehr intens. Also das hier ist halt, ich weiß nicht, ich finde das einfach cooler irgendwie. Das andere ist natürlich auch cool, aber das ist einfach ein Ding cooler. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in den Anfang mal gesagt habe, aber mich würde das auf jeden Fall interessieren, was ihr so als euer Favorite Minigame in dieser Gallery findet. Oder in den anderen Galleries. Weiß nicht, könnt ihr in die Kommentare in den anderen Videos schreiben. Also würde mich auf jeden Fall interessieren. Weil jeder hat so sein eigenes Favorite Minigame so. Wow, der wollte gerade abhauen. Ist aber hier nicht weg. Ah, ich glaube ja, oder? Wann krieg ich wie viele Punkte? Das muss ich noch herausfinden. Das weiß ich gerade noch nicht genau. Wo kommen die eigentlich alle? Also hier oben zumindest. Hier, klar, hier sind Spinnennetze. Da leben halt mega viele anscheinend. Aber hier, das sieht aus wie so ein Topf, wo die rauskommen. Seit wann kommen Würmer aus einem Topf raus? Ich meine, klar, es ist ein Videospiel, muss keine Logik haben. Aber ich hinterfrag das trotzdem, okay? Und du haust auch ab. Ich spamme über die A-Taste, wenn die da sind. Oh, das wusste ich gar nicht. Warte, was? Ist das in den anderen Games auch so gewesen? Man konnte B drücken und dann sieht man die andere Ansicht? Okay, falls das so ist, dann werde ich das auf jeden Fall in den Livestreams mal nachholen. Aber das wusste ich gar nicht. Das ist echt mega cool zu wissen. Weil das sieht echt nice aus so. Aber ich werde wieder zurückwechseln. Komme ich so besser klar? Ich weiß es nicht. Dann lag kurz das Spiel irgendwie. Aber das ist halt gewollt, dass es kurz laggt. Okay, warum ist jetzt nichts los? Doch, da unten. Jetzt kommen die ganzen. Ah, weg mit euch. Lalala, gib meine Job, lalala. Hau ab, hau du auch ab. Piep, piep, piep. Gut finde, also, ich weiß nicht, das könnte man zwar auch als Spielmechanik in diesem Spiel einbauen, aber ich finde es persönlich besser, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie dieses Puste-Ding aufladen muss oder so ein Müll. Es wäre ja blöd, wenn man die ganze Zeit hier zum Beispiel nach unten gehen müssen und dann musst du hier kurz stehen bleiben, um es aufzuladen oder ganz kurz stehen bleiben zum Aufladen. Ich würde mehr Schwierigkeit machen, klar, aber dann wäre das Spiel nicht ganz so spaßig, wie es jetzt ist, finde ich. So, machen wir wieder so, weil das ist die normale Sicht. Ich würde sagen, das lassen wir auch die ganze Zeit so. Aber es kann gut sein, dass es in den anderen Game Watch Gallery Games auch so war. Falls die anderen hier auf jeden Fall nachholen. So, aber. Falls ihr überhaupt Bock habt auf die anderen Teile, vielleicht seid ihr auch irgendwelche Leute, die gerade mein Kanal gekommen seid, ihr wollt euch nur gucken, wie jemand dieses Spiel halt spielt, obwohl ich in diesem Video das ganze Spiel nicht durchspiele. Vielleicht wollte ich einfach nur gucken, wie das so aussieht, das Spiel, weil ich es nicht kennt, aber wenn jemand darüber geredet hat, dann hi, hoffe ich, sie haben einen schönen Tag. Wiedersehen.
Was anderes kann ich mich vorstellen, warum man das Videos gucken sollte. Außer halt, man guckt halt meine Videos, keine Ahnung, nee. Keine Ahnung. So, Abdu. Das ist doch voll langweilig irgendwie. Ich verschwende die Folge hiermit, dass ich die ganze Zeit eins Minigames spiele. Ich bin auch mega gut im Game gerade. Aber ist auch keine Gefahr irgendwie gerade. Es passiert einfach nichts. Aber ich glaube, ich bringe mich jetzt extra mal um. Weil es wird dann doch langsam langweilig, ehrlich. Es passiert ja einfach nichts. Ist ja immer das Gleiche. Komm, ich mach bis 300. Wenn bis 300 nichts Krasses passiert, dann höre ich auf. Ja, man muss sie immer wieder wegschubsen. Und dann irgendwann sterben die. Ja, genau. So funktioniert das. Hau ab. Okay. Du. Oh nein, ich wollte nicht wechseln. Nein, verdammt. Ah! Komm, wechseln wir mal kurz ein wenig. Ach so, war das so eine Pflanze sein oder was ist das? Oh. Ja, ich habe jetzt 300 Punkte. Dann hören wir jetzt mal auf. Yeah! A new building is constructed in Gallery Corner. Let's go see it. Was? Ein Spiel? Habe ich ein Spiel freigeschaltet? Nein. Gallery Corner. Das ist es doch hier. Oder. Ah nee, warte, Gallery ist hier. Oh! Wow, what? Music Room? In the Music Room, you can check the tune and notes used in the game. The number of tunes available to listen to increase. To increase this each time you kill game. I mean, der Englisch heute ist auch richtig geil auf jeden Fall. Mario Sonnen! Yeah, man! Okay, lassen wir das. Okay, weiter geht's mit Mario Blitz. Nee, warte, Turtle Bridge. Genau, Turtle Bridge! Ich fordere Turtle Bridge, das nächste. So, kurz warten. Hier sehen wir. Toad, Hilfe, wo muss ich hin? Das ist so ein riesengroßen Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Ich bin ein kleiner Toad und weiß nicht, wo ich hin soll. So, was macht Peach? Die wartet da so, dann lacht ihn aus. Okay, cool. Turtle Bridge. Get a packet from the man on the island to the left and pass it to the man on the island to the right. Then return to the first island. Don't fall into the sea. Ja, was man einfach machen muss, ist Postbote spielen. Maris, hier gibt einen Pilz. Hier kann man 5 Punkte sammeln, sehr, sehr viele Punkte sammeln. Und dann einfach hier Peach geben. Wow. Und wir stehen ja auf diesen Bingo-Gegnern aus Yoshi's Island, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Tut mir leid. Ich rate euch immer wieder hier mal so die Münzen zu grabben. Man muss aufpassen. Weil die Vögel, die denken sich so. Wow, man kann ja auch nicht ewig da stehen bleiben. Habe ich noch gemerkt. Also. Die Vögel, die haben nämlich Bock gerne mal so pieksen. Und dann pieksen die auf den Ballons, wenn man gerade in dem Moment drauf steht, so wie ich jetzt. Und dann fällt man runter und dann müssen die einen neuen Postboden einstellen. Die haben nur 3 verschiedene und wir haben gleich mal einen verloren. Ach geil. Na komm, machen wir es nochmal von vorne. Aber ich kann euch wirklich nur raten, die ganze diese Münzen hier mitzunehmen. Aber immer wieder irgendwo hinzuhopfen. Komm jetzt, mach mal diesen Block wieder hin. Nein, ich hab keinen Bock, ich will es mal abgeben. Na jetzt bin ich wieder, okay. So. Immer in Bewegung bleiben, Leute. Immer in Bewegung bleiben. Aber so doch nicht. Okay, go. Eigentlich bin ich mega gut in dem Game. Also jetzt no joke. Eigentlich bin ich richtig gut im Spiel, aber gerade nicht. Ich kann auch A drücken. Oder A drücken zum Vorgehen und B drücken zum halt nicht vorgehen. Komm, ich bring mich kurz um. Ich bin da richtig kacke. Warum bin ich so kacke? Ich bin normalerweise nie so kacke in dem Game. Ich habe vorhin richtig viele Punkte geschafft. Und ich hatte da gar keine Probleme mit den ganzen Luftballons! Mann, Toad! Nein, was mache ich denn? Nein, genau das wollte ich eben nicht. Jetzt habe ich nämlich ein paar Punkte einfach da fliegen lassen. Steht ja, weil die schweben da in der Luft, die Punkte. Immer in Bewegung bleiben. Immer.
Man kann auch hier immer nach oben hüpfen. Ist auch kein Problem. Jetzt noch da schnell. Zack, zack, zack. Wurf auf, auf. Okay, okay. Hier kann man immer stehen bleiben, soweit ich weiß. Das juckt Mario nicht. Aber wenn man dann weggeht von dort, dann hat man auch keinen Bock mehr. Oh, kack, was mache ich denn da? Warum habe ich jetzt so lange gewartet? Jetzt kann ich ja nicht mehr hin. Okay, egal. Mario gibt mir einen neuen Pilz. Peach hat heute irgendwie ziemlich Bock, Pilze zu verkaufen oder so. Warum auch immer. Weiß es nicht, müsst ihr mich nicht fragen. Könnt ihr mich nicht fragen, Mann? Ja, Hilfe. Ich hatte vorhin, als ich getestet habe, irgendwie 200 Punkte oder so geknackt. Aber die Scheuchler haben natürlich wieder gelöscht. Also halt ein Safe-Set gemacht, direkt am Anfang, als ich die rumgeholt habe. Und das ist für mich ein neues Speicherland, weil ich nicht weiß, wie man solche Spiele wieder die Speicherland löschen tun. Ja. Na, passt. Wow. Okay, okay. Ich schaff das, okay? 200 Punkte mindestens. Mindestens 200 Punkte. Sonst bin ich nicht zufrieden. Okay, go. Jetzt kriegen wir ein Yoshi-Ei. Ich weiß nicht, ob das mehr Punkte bringt. Kann sein, dass es mehr Punkte bringt. Wir können ja mal gucken, wie viele Punkte das bringt, wenn man so einen Pilz oder so ein Yoshi-Ei abgibt. Oder ob das einfach nur jetzt designtechnisch anders ist, weil ich halt so weit jetzt schon bin. Kann natürlich auch sein. Aber ich kann nicht... Doch, ich kann ewig lange auf den... auf dem Winkel draufstehen, aber... Was war das jetzt? Na egal, ich habe 200 Punkte bekommen, habt ihr natürlich gerade gesehen, ne? Ne? Ja, genau. Take the package from Mario to Peach. Collect as many coins as you can. Watch out. The floating island falls away if you stay too long. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja. Einer meiner Lieblingsspiele hier in diesem Game. Und da wäre noch Classic Mode. Der ist jetzt... simpler gestaltet, aber ist ein wenig komplizierter zu verstehen, finde ich. So, man kann hier so bis zu 3 Waren mitnehmen. Das war aber, glaube ich, etwas langsamer. Habe ich zumindest das Gefühl, so. Man kann hier einmal irgendwo hingehen. Zack. Aber, seht ihr da? Die Schildkröten, die haben Bock auf Fische. So, gib mal hier die Ladung. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das funktioniert, aber ungefähr so soll das funktionieren. Jetzt muss ich ja kurz hier warten, weil da will der Fisch essen, genau, und jetzt kann ich drauf, wenn er den Fisch gegessen hat. So, jetzt kommen wir wieder hoch. Und jetzt wieder dahin, genau. Ich mag das aber nicht, es sieht richtig laggy aus und ich kann das nicht richtig steuern. Also die Steuerung hier ist, bin ich blöd. Einmal nach rechts drücken und... Oh nein, das ist echt nicht, das ist echt nicht cool, die Steuerung hier. Oder halt das Design, mag ich echt nicht. Hm? Ah, jetzt ist er da. Warum wollte er mir vorhin nichts geben? Hä? Ich war doch noch da oben in der Luft. Hab was gegrabt. Was wollt ihr denn? So, ich spam aber immer gerne mal hier, wenn ich die Tasten versuche, noch so schnell wie möglich einzukommen. Nee, dieses Minigame mag ich nicht. Das gebe ich eigentlich immer durch. Ja. Ah, mag ich nie. Bin nicht so cool. In Easy Mode, few fish come to the middle row. Erase the miss at 250. Ja, 250 Punkte, 250 Punkte. Kann man das nochmal wegmachen. So, ich geh mal ganz kurz nochmal hier rein. War ich jetzt doch nochmal. Na komm, nee, egal, lass ich das. Ich wollte eigentlich nochmal 200 Punkte machen, aber. Nee, komm, ich lange euch da. Ich wangen wir euch nur damit. Kann ich mal reden, ich bin. Kloppt. Wie auch immer. Als nächstes kommt Mario Bros. Und dann sehen wir Mario und Louis. Nein, warte, das ist Wario. Mit einem. Was ist das? Sieht aus wie so ein gedrückter P-Switch. Und jetzt plackert der. Soll das ein Frisbee darstellen? Warum ist da Wario? Warum ist da Orange? Naja, egal. Move packages along the conveyor belt and load them onto the truck. If you drop the package, you crush it to win now and really must. Ja, wie auch immer, in diesem Game, mit den Falten, mit den, nach oben und unten und links, rechts, steuere ich Luigi mit A und B, steuere ich Mario mit A, kann ich mit Mario hochgeben und mit B mit Mario nach unten gehen. Zur Seite weiß ich nicht, ob das kann, wow. Dieses Minigame ist etwas komisch, man muss jetzt hier nämlich in der Factory arbeiten, weil Bowser sonst die Schädel... macht oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es dieses Minigame auch in einem echten Game & Watch gab, aber halt nicht mit diesen Farben. Das weiß ich auf jeden Fall.
Nein, das. Nein, ich verstehe. Die Steuerung ist kacke. Wisst ihr warum? Normalerweise sind die Knöpfe ja immer auf der linken. Also, nein, warte. Nein, warte, das ist ja nur bei mir jetzt so. Oh, sorry. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich das genau andersrum habe. Ich muss, wenn ich jetzt hier nach links mit meiner linken Steuerung oder mit A und B, das ist bei mir auf der linken Seite, das ist nur. Schau ich Mario. Ja. Also müsste ich eigentlich irgendwie das. Nein! Also so schwer ist es mir die Games auch nicht. Nur ich lass mich ganz verwirren. Leider. Mario geht nach oben. Luigi geht nach oben. Mario geht nach oben. Luigi geht nach oben. Blum. 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 Mario B. Mit B drücken. Ja, oh lol. Oh, wie geht's Mario? Jetzt haben wir da einen Stern. Warte, was? Vielleicht merkt man, ich habe den Modus nicht ganz richtig gespielt. Wow, ist das weird hier. Aber okay. Okay. Jetzt schau. Bam! Bam, 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 bam. So, machen wir nach unten. Nächste Lieferung. Aus Dragon Light. Fertigstellen. So, wir kriegen hier. Aus der Röhre kommt irgendwas raus. Irgendeine Torte oder was auch immer das sein soll. Dann tun wir das hier in die Maschine rein. Dann wird immer mehr Kirschen draufgepackt. Und dann wird es eingepackt. Oder irgendwie so. Irgendwie so verstehe ich das halt. Das Minigame. So, Mario, bist jetzt zu glücklich? Zufrieden? Immer noch nicht. Er will immer noch mehr. Bruder, was macht das hier eigentlich? Ich weiß ehrlich nicht, was das hier eigentlich macht. Weil einer von euch weiß, was die Schalter machen. Dann könnt ihr es mir da gerne mal sagen. Nein, die Steuerung. Ich wollte das nicht so machen. Ah. So, da hat das. Ja, nimm. Jetzt haben wir zwei Sterne da oben. Okay. So, zack. Mario geht nach. Nein, Mario geht nach. Unten. Ja, gut. You get a star each time you fill up the truck. Get 5 stars and earn a bonus. Achso, mit 5 Sternen kriegen wir einen Bonus oder so. Wenn. If you get a miss before collecting 5 stars. Achso, okay. Wenn wir alles richtig machen und wir kriegen 5 Sterne, dann kriegen wir, glaube ich, so einen Punktbonus. Wenn wir aber irgendwo einen Miss haben, also halt einen Fehler gemacht haben. Und 5 Sterne haben, dann ist der Fehler weg. Ja, nice. So, im Classic Mode ist es genau das gleiche. Ja, ist es das gleiche. Es ist genau das gleiche, nur halt mit schlechterer Grafik. Also jetzt no joke, ist aber wirklich das gleiche hier. Erwartet ja nichts krasses. Spannendes Gameplay. Yay. Ich finde auf jeden Fall die andere Version besser, weil die ist todlangweilig. Ich bin jetzt nur so schlecht, weil ich mit der Steuerung nicht kann, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall nicht mehr das Spiel spielen. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, kann man schon, sogar schon fast sagen, das Ganze hier weitermachen und besser machen als vorher. Ach so, warte, da war ja was. Sorry, Boss, sorry, bitte schlag mich nicht, aua. Das sah gerade wirklich so aus, als würde der Boss mich schlagen. Warum sehen wir so komisch aus? Fragen über Fragen. Die werden nie geklärt. Niemals. Oder so. Piep. Piep, boop, piep, boop, piep. Komm, schwimmen wir nicht vor. Piep, piep. Piep, boop, boop, ba. Piep. Ba. Achso, warte. Achso, warte. Kacke, jetzt habe ich mich da. Ja, sorry, Boss, bitte. Aua, aua. Schimpf doch nicht so mit mir. Es tut so weh. So, zack. So, das glaube ich, Pagen. Ähnlich? Bim. Nein, das ist der falsche. Genau so. Also diese komisch geformten Kuchen oder was auch immer das darstellen soll, die müssen natürlich, kommen ja nicht von alleine irgendwie, ne? Blum.
Und glidem. Zack. So, ab da auf. Jo, die Lieferung ist fertig. Jo, ab, ne? Jo, Bro, komm mal ab, du. Nein, unten war doch was. Nein, Post, tut mir leid. Ah! Ja, das war das Game. Super. 300 Points wird einen Miss wegmachen. Wenn du 300 Punkte vor einem Miss hast, wird die Punktzahl verdoppelt? Was? Verdoppelt? Oha, das ist krass. Aber das ist auch schwer dafür. Okay. So, das letzte Game, was wir uns angucken werden, ist Donkey Kong Jr. Tut mir leid, falls ich im Anschnitt wirklich kacke bin heute. Tut mir leid. So, da haben wir jetzt Donkey Kong Jr. Der richtig auf... Das ist Donkey Kong, okay. Der richtig auf Drugs ist, ja. Whee! Das Spiel ist auch ein wenig komisch. Get a key to open DK's cage. Jump or use the... Ivy? To dodge enemies. Ivy? Meint ihr die Früchte oder was? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall ist das wie Donkey Kong Jr. Wir hatten ja letztens mal Donkey Kong, glaube ich, gehabt oder so. Das habe ich ja nicht ganz verstanden, was das in sowas zu tun hat. Aber das hier ist richtig cool, muss ich zugeben, ja. Also entweder man springt mit A oder man drückt nach oben. Ich glaube, ich springe jetzt auch erstmal nach oben. Man kann auf die Gummis drauf springen, so habe ich einen Schlüssel gehabt, dann kann ich hier drauf gehen und dann BAM! Ein Teil seines Cage ist jetzt kaputt, ein Teil seines Cage ist jetzt down. Oh verdammt, da wollte ich jetzt durchrushen. Da wollte ich jetzt unbedingt durchrushen. Sorry. Hör was? Ja, dann kann ich auch umbringen gehen. Ehrlich. So, aber wie das funktioniert, so, zack, zack. Ihr kennt ja Donkey Kong Jr., glaube ich. So, hier sind die Ranken, da kann er drauf klettern. Zack, wir können auf Gummis rausspringen. Was ich cool finde. So, jetzt schnell drauf, bevor diese Plattform anfängt zu drehen. Dann bleiben wir nicht runterfliegen und dann können wir gar nichts mehr machen für 2 Sekunden. Das ist doof. So, ab, Gumba. So, jetzt schnell. Ja, so, wir haben jetzt 2 Teile des Käfigs offen. Okay. So, jetzt haben wir 3 Teile. Ja, das erste Level ist ganz kurz, nicht schwer. Easy eigentlich. Wow, 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 wow! Krass, wie schnell ich bin. So, DK haben wir befreit, aber Mario will immer noch mehr. So, da ist der nächste Schlüssel. Zack, den haben wir. Das ist, funktioniert nämlich anders, denn... Wir müssen nämlich hier... abwarten, bis die Möwe da hinten im Vordergrund ist. Wenn sie dann im Vordergrund ist, so wie jetzt, müssen wir drauf springen, um den Schlüssel da reinzupacken. Ihr glaubt, checkt, wie ich meine, ja? Jetzt, bam, genau. Danke, Bingul. Wow. Oh Mann, ich hatte dich durchwaschen. Oh, meine Haare. Nein, als ob, wie kommt der, wie schnell kommt er denn? Kugelbilly. Man muss jetzt so machen. Ja, okay. Ja. Ich mag das Minispiel sehr. Am Anfang habe ich nicht ganz verstanden, wie man sieht. Ja, jetzt wollte ich nur ganz schnell durchrushen, sorry. Ja, auf jeden Fall habe ich das Game am Anfang nicht ganz verstanden. Warum kommt jetzt eigentlich Kugelbilly so? Das ist quasi egal. Aber jetzt, wo ich verstanden habe, mag ich es, ehrlich. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht genau, wie viele Stages oder Minigames oder halt Phasen dieses Minigame hat, ja. Wow. Deshalb kann ich auch nicht alle zeigen. Ich werde aber so viele, ich glaube, die ersten 3 werde ich auf jeden Fall zeigen. Also ich werde noch gar nicht nur das dritte zeigen, weil das habe ich auch noch von erreicht. Weiß ich, ist vielleicht das vierte schon das letzte? Kann gut sein. Ob ich es erreicht werde, wahrscheinlich ja nicht. Ah, genau das meinte ich mit der Drehplattform. Ich dachte, ich wäre noch schnell genug, aber nein. Nein, nein, wow. Wow. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Komm, das kann doch nicht wahr sein. Das Spiel ist nicht so schwer. Man kann auch gedrückt halten, die Taste. Irgendeine Taste, wo man halt drin gehen will. Aber ich spamme die Taste lieber, ehrlich gesagt. Wo jetzt kann ich mal wenig versuchen, mit gedrückt zu halten. So schlecht ist es auch wieder nicht. Ich muss, glaube ich, verschwinden, kann das sein. Wow, dieser Kugelwille hat mich gerade richtig erschrocken. Komm mal ab, du. Ui, der. Niemand braucht der. Ich. Okay. Ja, okay, das erste haben wir geschafft, mal wieder. Ich weiß nicht genau, wie das entschieden wird, wann man Punkte bekommt. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Oh, ja.
Jetzt. Na, okay. So, da war ich noch ganz kurz ein wenig ruhig. Sorry. So, aber jetzt. Wow, was ein Skill. Jetzt kommen aber die Kugelvideos, glaube ich, wieder auf mich, oder? Schade. Ja, Mann. Ausgenutzt. Irre, ausgenutzt. Okay, sorry. Der Crunch muss auch irgendwo in meinen Videos vorhanden sein. Wie immer. Komm. Jetzt. Ja, jetzt haben wir das auch geschafft. Nicht wirklich schwer, zumindest kenne ich es ja schon, deshalb ist es für mich nicht so schwer. So, dritter Ort hier auf jeden Fall. Der hier ist ein wenig schwieriger. Ähnelt mehr dem ersten, aber ist anders. Und die Wolken, die flackern immer so, wenn man da nicht drauf kann. Wow. Und ich lasse mich trotzdem davon reinlegen. Gut. Jetzt aber. Ja, Mann. Läuft. Dann mal auf die Kugel wieder auspassen. Weil die wollen wir natürlich nicht berühren. Ist ja klar. Wow. Jetzt. Schlüssel holen und rauf da. Yeah. Wow, ich bin ja gerade voll gut. Impressive. Okay, jetzt. Wow. Oha. Ich bin da noch nicht so weit gekommen. Schaffen wir das vielleicht durch? Bist du wieder beim ersten Minigame landen, schätze ich mal? Ja, ich vermute mal, wenn ich es schaffe. Da habe ich jetzt Mist bekommen, weil ich wurde gecornert von beiden. Also, da waren jetzt zwei auf einmal. Jetzt schon wieder. Hö, was? Oh, die können da auch runter. Oh, gosh, das wusste ich nicht. Oh, ist das kacke. Oh, ist das kacke. Nein. 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 Ich will es schaffen. Lass mich in Ruhe, ich will es schaffen. Wow. Wow, yes, man. So, aber ich schätze mal, ja, okay, es gibt nur drei Level. Alles klar, dann schaut mal wieder hier, aber ist jetzt wahrscheinlich etwas schwieriger. Ja, okay, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dann konnte ich jetzt zumindest noch mal was hundertprozentiges zeigen. Lol. Ach komm, ich dachte das. Jetzt aber. Das Leben! Yay! Jetzt ist es eh wieder weg. Wow, war das knapp! Hä, was? Wie hab ich den jetzt tot geklettert oder was? Was? Okay, ja, die Folge ist jetzt schon mehr als 30 Minuten. Ah, die Folge ist 40 Minuten! What? Ich habe noch nie für eine Folge 40 Minuten gebraucht, oder? Meine erste 40 Minuten Folge. Oh. Geil. Ja, aber das ist ja auch zu erwarten. Ich schätze auch mal, dass die Game Advance Folge, also die, ja, der letzte Teil, der vierte Teil, dass die Folge dann auch so 45, 50 Minuten dauern wird. Ja. Ich spiele noch mal so lange weiter, bis ich verreck. Oder bis ich ja noch mal jetzt noch mal durch habe, das hier und das nächste Level. Oder halt bis verreckt. Ja. Kacke. Fuck, ich habe noch ein Leben, merke ich gerade. Das habe ich da unten links nicht gesehen. Genau, dance in die Richtung. So, ein Apfel, dankeschön. Nehme ich gern an. Ja, yeah, Mann. Wow. Jetzt. Nein, was mache ich denn? Okay, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Open the cage as quickly as you can. The quicker you open the cage, the more Punkte you earn. Get the key and find a secret way to make this gift appear. Okay, ja, wir haben mal. Das sagt nur für die Dummen, die es nicht gecheckt haben, dass man den Key einsammeln muss, wie es geht. Halt, stopp! Da habe ich doch tatsächlich noch einen Ernst vergessen, dass ich hier in Donkey Kong Jr. noch die Classic-Version zeigen muss. Oh Gott, aber die ist nicht wirklich viel anders. Ich werde ganz kurz noch reinpacken. Wenn die Folge nicht allzu lang wird, die ist ja jetzt schon fast 45 Minuten lang. Jetzt wird die wahrscheinlich schon 45 Minuten mit diesem Game. So, aber was hier man machen muss, was man hier machen muss. Soll ich mal kurz warten? Jetzt. Na, doch nicht. Was man ja eigentlich machen muss, ist gleichzeitig springen und nach links drücken anscheinend. Keine Ahnung, warum es vorhin nicht funktioniert hat. Aber hier oben seht ihr ja diesen Schlüssel.
Und diesen Klapptraps müssen wir einfach rüberspringen. Dann müssen wir einfach auf die Seite gehen. So. Hochspringen. Hier muss man, by the way. Soweit ich weiß, hochspringen. Oh, Kacke. Ja, ich bin echt scheiße in dem Spiel. Ich will mal noch ganz kurz zeigen, damit das die Folge jetzt nicht zu lang wird. Keine Ahnung, wie ich das vergessen habe, vergessen konnte zu zeigen. Bam. So. So, lass mich in Ruhe jetzt. Nein, doch nicht. Ah. Aber ja, seht ihr ungefähr, wie das funktioniert. Denke ich mal. Wollte nur ganz kurz reinschmeißen. Nein, wie kann ich sowas vergessen? Hilfe! Ah. Okay, man noch so Punkte, wenn man hier die Frucht trifft. Jetzt! Nein, doch nicht. Komm, man muss erstmal nach links. Ja, man muss erstmal links und dann genau in dem Moment, wo man, also direkt danach muss man A drücken. Ja. Eigentlich habe ich es geschafft, aber egal. Ja, ihr wisst ja, wie es geht. Danke fürs Zuschauen. Ich will nicht nur lange um den heißen Brei herumreden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung wirklich sehr freuen. Vielleicht sagt ihr auch anderen Leuten, yo, guckt ihr diesen Typ an, der spielt irgendwelche alten Spiele. Ist das nicht ein Keck? Guckt ihn mal an. Wäre ganz cool. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei bei den nächsten Folgen von diesem Spiel oder der anderen Ableger. Und dann war es für heute. Schönen Tag noch und ciao.